Future Lab 2018, die Gala. Am 17. April präsentierten die Aachener Hochschulen Forschung und Wissenschaft bei einer feierlichen Abendgala im Stadttheater Aachen. Ja, Wissenschaft ist beliebt in dieser Stadt, meine Damen und Herren. Aachen setzt voll auf Innovation. Und wir wollen vor allen Dingen, und das hier bei dieser Gala ganz im Besonderen, Menschen in den Vordergrund stellen, weil wir ja alle irgendwann feststellen, ja, eigentlich bei aller Forschung und bei aller Anerkennung, am Ende machen es ja Menschen. Und diese Menschen, die sollen heute Abend hier bei uns wieder gezeigt werden. Das Future Lab Aachen steht für eine besondere menschliche Vernetzung. Ein Miteinander der Aachener Hochschulen und Erfolgsgeschichten, die über die Landesgrenzen hinaus ihresgleichen suchen. Und ich habe mir, als ich da Ministerpräsident wurde, gedacht, ich kannte ja vieles. Du musst das erst jetzt mal überall erzählen, was es da gibt. Und die Wirklichkeit ist, der Begriff Aachen und das, was hier passiert ist, kennt im ganzen Land jeder, der sich mit diesen Fragen beschäftigt. Fast jeder Botschafter, der aus der Welt kommt, erzählt irgendeine Geschichte, was er in Aachen und meistens nicht im Dom, sondern an der RWTH erlebt hat. Tradition und Moderne. Professor Peter Jax präsentierte 3D-Soundsysteme in Kooperation mit dem Aachener Sinfonieorchester. Genau, hier haben wir eben jetzt einen Aufbau mit einer Kamera, einer 360-Grad-Kamera und einem neuartigen Mikrofonsystem. Das heißt, das, was Sie aufgenommen haben, da sind Sie in dieser Welt, bei dieser Aufnahme, bei dem Divertimento in D-Dur, da stehen Sie jetzt quasi mittendrin. Das könnte zum Beispiel eine interessante Anwendung sein für Hörgeräte, so dass Sie mit dem Blick steuern können, wo Sie hinhören und da dann eine bessere Klangqualität, eine bessere Sprachverständlichkeit bekommen. Virtuelle Realität von morgen und zeitgemäße Kommunikation der Gegenwart. Mit der Flap-App zeigte Professor Jan Borchers den etwas anderen Stadtspaziergang durch Aachen. Wenn Sie also mit Ihrem Smartphone dann an eine dieser Stelen gehen, dann sehen Sie da sozusagen Dampfmaschine des 21. Jahrhunderts. Das ist dieser Roboter hier. Das ist aber jetzt nicht nur eine reine Spielerei, genau, sondern hat auch einen Sinn. Alle die Sachen, die wir da in Augmented Reality platziert haben, erklären immer etwas aus der Wissenschaft, aus der Innovation, eine Erfindung in der Stadt, aus der Stadt Aachen oder ein tolles aktuelles Projekt. Professor Marco Schuber und Hans Höfgen berichteten über Digitalisierung und ihre FH-Forschung zur Systemdatensicherheit. Wir sind also die, die die Autos in den Crashtest hineinfahren dürfen, um nachher zu sehen, was könnte man denn tatsächlich besser machen. Also wir versuchen tatsächlich, Systeme zu knacken, um herauszufinden, sind die eigentlich sicher genug. Und während wir uns lange eben auf die rein technischen Lösungen konzentriert haben, ist es nun so, dass wir versucht haben, komplett körpereigene Implantate herzustellen. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Herzklappe bräuchten, würden wir von Ihnen Zellen nehmen und Ihnen Ihre eigene Herzklappe bauen. Eine weitere Erfolgsgeschichte made in Aachen. Das Elektrofahrzeug Ego. Wir sind quasi für die komplette Außenverkleidung, alles was man da sieht, Türe, Heckklappe, alles zuständig, Scheiben, Scheibenwischer, alles was man eigentlich direkt von vorne aussieht. Ich komme aus Aachen, ich habe auch in Aachen studiert, aber nein, natürlich hat sich, glaube ich, keiner von uns jemals vorstellen können, zusammen ein Auto auf die Straße zu bringen, aber es ist ein grandioses Gefühl, also man kann es gar nicht ausdrücken. Ja, dass wir jetzt kurz vom Produktionsstart stehen mit unserem Ego Live, ist natürlich ein fantastisches Gefühl. Den Ego alleine in dem Licht und dem Rauch und dem Auftritt auf die Bühne zu bringen, war schon den Abend wert. Und ich glaube, der eine oder andere Moment in dieser Art, der wird noch kommen. Weltmeister im Stacking, 15. Mal Mohamed Sarawi. Das Management der Grünenthal-Gruppe um CEO Gabriel Bertschi und Forschungschef Klaus-Dieter Langner erklärte eindrucksvoll modernste Medikamentenentwicklung im Bereich der Schmerztherapie. Eine Medikamentenentwicklung ist wie ein Schlüssel und ein Schloss. Das heißt, Sie haben ein Ziel in der Zelle, die müssen entweder öffnen oder blockieren, wie eine Protein oder ein Enzym. Und das Medikament ist ein Schlüssel. Und dass der Schlüssel wirklich gut und richtig passt im Schloss, das ist wirklich, das ist eine Arbeit der Chemiker. Da muss man viel studieren, wie man die Molekülstruktur aufbaut und so weiter. Ja, zunächst einmal ist das Future Lab eine super Veranstaltung. Innovation ist bei Grünenthal groß geschrieben und Kooperation mit Hochschulen, ohne das geht es überhaupt nicht. Und das zu dokumentieren hier, das finde ich einfach eine tolle Sache. Hochschulübergreifende Projekte und Start für eindrucksvolle Karrieren.
Aachen lebt Kultur und Wissenschaft. Wenn wir die Gesamtstudentenzahl in Aachen nennen, dann ist das schön, das ist groß, aber da kann sich keiner so wirklich was unter vorstellen. Aber wenn ich einzelne Beispiele rausnehme und sage, wo treffe ich die dann hinterher und was haben die eigentlich für eine emotionale Verbindung zu dem, was sie tun und wie ist das zu sehen, zu verstehen, das entspricht so dem, was ich erlebe, wenn ich Institute besuche, wenn ich Wissenschaftler erzählen höre über das, was sie den ganzen Tag machen und die strahlen alle eine Begeisterung aus. Und wir wissen auch, dass es ganz bedeutend ist, dass junge Menschen miteinander etwas erschaffen. Also das Thema Selbstwirksamkeit ist wichtig. Das heißt, dass ich mit meinem Tun wirklich etwas bewirken kann. Dass soziales Miteinander auch auf nüchterne mathematische Gleichungen gebracht werden kann, bewies mit viel Humor Professor Christoph Schelthoff. Wir wollen jetzt rauskriegen, wie sich Männer und Frauen zueinander verhalten. Also letzten Endes ist das, was zwischen Mann und Frau passiert, nichts anderes als ein gekoppeltes System von linearen Differentialgleichungen erster Ordnung. Wenn Sie jemand mal danach fragt, wissen Sie das zumindest auch schon. Also der erste Eindruck war, wenn ich zum ersten Mal dabei bin, man hat so Wissenschaft spannend gemacht. Also komplexe Dinge in einer unterhaltenen Form gebracht, das ist die Stärke. Viele sagen, diese Vision, die geht nur in Silicon Valley oder in Israel oder an manchen Stellen in China, wo man mit einem Traum, mit einer Vision etwas bewegen kann. Da kann ich nur sagen, nee, geht auch bei uns. Startups, Innovationen und Karrieren made in Aachen. Unter diesem Zeichen stand die Future Lab Gala 2018. Viel, viel Spaß noch mit all den Veranstaltungen, die wir weitermachen werden im Future Lab Aachen. Tschüss zusammen, kommen Sie gut nach Hause. Adios!